Schönen guten Abend. Hm? Oh, hallo. Ich wollte Spider-Man gucken. Spider-Man? Sehen Sie hier Spider-Man? Sehen Sie hier Spider-Man? Nee. Sieht das für Sie aus wie Spider-Man? Shrek Adventure läuft der. Shrek Adventure? Mhm. Nein, leider kein Shrek Adventure. Was hätten Sie denn im Angebot? Fishgang. Das klingt aber sehr dubios. Was ist denn das? Gib mir 50 Euro. Bitte? Gib mir 50 Euro. 50 Euro? Ja. Bodenlose Frechheit. 50 Euro. Was ist denn das überhaupt für ein Film? Was ist denn das? Eingang vorne rechts, Kinosaal 1. Okay. Entschuldigung, hier ist abgesperrt. Hallo. Hallo. Waren Sie nicht eben da noch? Meinen Kollegen, meinen Sie? Ja. Ja. Der war da. Achso. Ich hab hier... Fishgang. Nein, das ist Verdi Rigolette. Mhm, Fishgang. Okay. Kostet in echt eigentlich nur 19 Euro, aber kommt hier durch, kein Problem. Was ist das? Was ist das? Das sind Nachos mit Käse-Dip. Okay, kommen Sie rein. Haben Sie mehr davon? Nein. Ihr Kindersitz? Ist das jetzt ernst gemeint? Kommen Sie rein. Ist das jetzt? Oh. Kommen Sie rein. Ich hätte super gerne Popcorn, wenn es geht. Kommen Sie mit. Popcorn. Sie kommen jetzt erstmal in den Knast. Was? Wir gehen jetzt erstmal zur Garderobe. Einfach mitkommen. Hallo und willkommen zum Kino. Bist du eine Verarsche gerade, oder? So. Hallo, willkommen. Hey! 1 Euro. Das ist doch nicht im Ernst, oder? Jacke. 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 Einmal das hier. Und das wär's dann. Entschuldigung, wo bringen Sie die hin? Hier ist die Gummibande. Wofür? Das bringen Sie zurück, wenn Sie Ihre Jacke wieder haben wollen. Das ja, aber da weiß doch keiner, dass es mir ist. Genau. Wo ist mein Ticket? 15 Euro. Ich habe aber nur 10. Gewährt. Jetzt habe ich gar kein Geld mehr für Popcorn. Bitte? Wo sind... Gib mir deine Schuhe. Warum? Gib mir einen. Okay. Nike, hm? Mhm. Ein bisschen Herstein, Nummer 34. Aber du kriegst nur einen Schuh zurück. Kommen Sie mit. Sie haben doch bestimmt Hunger, oder? Ich würde eigentlich super gerne meinen Schuh zurückhaben. Jetzt haben wir erstmal Kinospaß. Kommen Sie. Wozu? Komm. Ich komm mit. Waren Sie gerade bei meinem Kollegen an der Garderobe? Oder bei meinem Kollegen an der Kasse? Oder beim Kollegen an der Eingangshalle? Ich hätte gern Popcorn, bitte. Popcorn, Cola und ich hätte gern meine Nachos wieder, bitte. Haben Sie Geld? Nee. Dann kaufen Sie sich doch ein Eis. Hier gleich vorne im Kühlfach. Da ist niemand da. Ist leer. Kein Geld, kein Eis. Ist leider aus. Haben Sie vielleicht irgendwas zu trinken oder sowas da? Trinkmaschine ist kaputt. Ein Kaffee? Ist leider kaputt. Okay. Endlich, jetzt bewegen wir uns in die richtige Richtung, Mann. So, warte mal, das ist falsch. Glaubt nicht, dass das Richtige ist, Mann. Kinosaal 1, Sie sollten sich, glaube ich, ein wenig beeilen. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. So, wie ich es am liebsten mag. Okay. Oh, mein Kindersitz. Ist das hier richtig? Hallo? 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 Hallo, ist hier jemand? Ich glaube, ich bin hier alleine. 6,5 Stunden später. Der Film geht gleich los. Oh, noch ein Platz frei. Hoffentlich bin ich nicht zu spät. Hey Lars! Was hast du hier? Keine Ahnung. Hast du auch ein Ticket? Fishgang? Unsere Premiere, Alter! Hast du den Typen an der Kasse gesehen? Ich habe kostenlose Nachos von dem bekommen, Digga. War übergeil. Was geht los? Was geht los? Oh, Junge, heftig! Ich bin auf YouTube, Mann. Rappen nur das gleiche, Junge, rappen nur das gleiche. Die Leute kommen bei mir vorbei und sagen, mach mal leise. Ich rappe nur das gleiche, denn das ist derselbe Text. Denn ich habe keine Angst, ich wege echt Facts.
Party auf einem Auto und ich fahre Richtung Park. Bier am Schrank. Wir fahren durch die Wüste und ich denke an die Küste. Aber leider muss ich feststellen, dass da wird es knapp. Leider läuft sich richtig glatt, also nehme ich all die Kraft und ich mach's mir selber nach. Was passiert hier gerade? Und ich drücke komme in die Szene, doch ich habe keine Pläne. Jedoch immer schöne Zähne, denn da fliegen viele Späne. Ich rappe nur das Lied. Junge, krank. Das war unser kleines Pre-Intro, was wir gerade extra für euch gemacht haben. Und da ist Lars! Wir sind jetzt hier allein in diesem Kino und können uns tatsächlich dieses Kino jetzt in voller Pracht ansehen. Okay, schauen wir uns das ganze Ding hier an. Ich glaube, was vielleicht interessant wäre, das Backstage-Ding, ist tatsächlich das Backstage-Ding. Hier ist sozusagen der Kinoraum, in dem wir gerade eben waren. Das heißt also, hier ist sozusagen die gesamte Leinwand. Hier funktioniert die ganze Magie. Wir gehen jetzt aber hinter den Raum, wo tatsächlich der Projektor steht. Wie das denn eigentlich hinter so einem Kinoraum aussieht. Oh nein, da ist ein Türsteher. Was sollen wir nur tun? Nein, kommt rein, Leute. So sieht's nämlich aus, wie in einer kleinen Abstellkammer. Es ist mega warm hier drin. Es ist richtig warm hier drin, weil wir haben hier den Projektor. Dieser Projektor ist dafür da, dass das Bild hier in den Kinosaal rein projiziert wird. Wir haben hier sozusagen das Kino, können das sehen. Wir können beispielsweise hier die Klappe öffnen. Dann haben wir die Klappe gerade geöffnet und können sozusagen hier durchgucken und haben jetzt diesen Windows-Screen angemacht. Dann habe ich einfach mein iPad hier tatsächlich angeschlossen. So, jetzt sind wir beispielsweise gerade auf shop.arizu.de. Das heißt also, wir gehen gerade auf unseren Shop drauf, wo wir tatsächlich sogar unseren Shop hier begutachten können mit dem besten Merchandise, den es überhaupt nur gibt und das Ganze auch gleichzeitig im Kino. Lars, willst du kurz im Shop so ein bisschen stöbern und ich bin dann im Kino kurz mit drin und ich schaue mir das dann an? Komm, zieh durch, Mann. Hoffentlich funktioniert das. Guckt euch das an! Lars ist einfach auf dem shop.arizu.de. Es funktioniert einfach. Wie verrückt ist das denn? Warte mal, da oben sitzt er doch eigentlich irgendwo. Ich guck mal kurz. Hallo? Warte mal. Da ist Lars. Hey Lars! Und da spielt er gerade einfach Fruit Ninja. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Ich muss meine Schuhe wieder anziehen. Okay. Da spielt einfach Fruit Ninja auf dem iPad und ich kann mir das im Kino hier ansehen. Oh mein Gott, das ist so cool. Mal gucken, was er für einen Rekord schafft. Ah, da macht er den hier. 25. Oh, da hat er einen kritischen, da hat er einen kritischen gemacht. Oh! Oh, Dreier-Kombo. Yeah, Lars, du schaffst es, Mann. Das ist so cool. Okay, wir können in diesem Kino wirklich alles machen, was wir wollen. Das heißt also, schauen wir uns noch ein paar mehr Kinosäle ein. Let's go. War das der größte Kinosaal? Yes. Schade, dass das Eis leer ist. Daher, dass gerade die Kinos geschlossen sind, haben wir gar kein Eis. Aber du kannst einen Schluck Cola mitnehmen. Bitte schön. Okay. Wollen Sie noch etwas haben? Gibt es noch einen Becher eigentlich? Natürlich, hier. Oh. Okay, alles klar. Nein, das war ich nicht. Kommt mit, Leute. Musst du aufs Klo? Alter, lass uns aufs Klo gehen. Ich liebe es, aufs Klo zu gehen. Oh mein Gott. Guck mal, mein persönlicher Diener. Das ist echt cool. Kinosaal 5. Oh, das ist auch ein Kino. Wollen wir uns den Kinosaal 5 mal ansehen? Wow. Hallo? Hey, guck mal. Boah, ist das dunkel hier drin, gell? Verblähungen. Ja, guck mal, hier ist dieser Schalter. Oh, das geht auf. Auf und hell. Ja, aber Alter, das sieht ja ultra fancy aus. Das sieht mega hier drin aus. Komm mal rein, komm mal rein. Ich guck mal, ob ich den Vorhang aufbekomme. Auf. Hey. Geht der auf? Yeah. Oh mein Gott. Boah, ist das cool. Einfach ein eigenes Kino. Junge, Junge. Hallo, hallo. Yeah. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Wuhu! Schon gruselig in so einem Kino auch ein bisschen alleine zu sein, muss mega. Ich sagen. Aber guck mal, ich glaube, das hier ist die Lüftung. Okay. Kann das schnell weiter. Warte, weißt du, wie es wieder ausgeht? Ich glaube, du musst da dunkel, dunkel, dunkel machen. Genau. Aus. Vorhang zu. Oh, jetzt geht er auch zu. Oh, jetzt alles zu. Alles. Guck mal, wie dunkel es hier ist, Alter. Au! Oh. Ich habe mir mein Knie angeschlagen. Psst, guck mal. Hab keiner gesehen. Guck
mal, da ist, glaube ich, der... Hey, guck mal, da ist die Cine Lounge. Die hey, Cine. Wo sind wir hier? Keine Ahnung, ich sehe nichts. Ich weiß. Oha! Ja, hier ist so übelst kalt drin. Alter, guck dir das mal an, Mann. Ich glaube, das ist da seitlich irgendwo. Hey, ich hab's. Barbeleuchtung ein. Kinobetrieb. Oh, heftig. Da ist der Projektor drin. Oha. Alter, da ist ein Kamin. Hallo. Wollen Sie einen Drink bestellen? Leider alles aus. Hier ist einfach ein Kamin. Oha. Aber hier auch so zum Hinsetzen. Auch mein Schuh ist hängen geblieben. Schau dich das an, ey. Aber ich glaube, wenn man so nah sitzt, ist ein bisschen zu nah, oder? Finde ich nicht. Oh, ich finde, das ist voll angenehm hier drin. Jetzt ein kleines Schläfchen. Gute Nacht, Leute. Oh? Ich muss auf Toilette. Hallo. Hey, was ist das hier für ein Klo? Wollen wir da runtergehen? Lass Adventure machen. Okay, wir gehen runter. Wir schauen uns dieses Toilettending an. Wo ist hier das Klo? Ich weiß nicht. Da unten. Das ist irgendwie nicht da wieder. Hey, hier kann man rausgehen. Ich bin so erschrocken. Ich muss echt auf Klo. Komm, wir filmen Lars hier auf Klo geht. Wollten Sie Lars schon immer mal auf Toilette sehen? Nachts. Im Kino? Dann seid ihr hier ganz genau richtig. Ich will aber nicht, denn. Gib mir auch noch ein bisschen Käse-Dip. Oh, hey Leute, was geht? Das war unsere Tour hier im Kino. Wie fandest du es, Mann? Mega. Müsste man... Ich ersticke. Ist okay. War mit Absicht. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Das war Lars ein Feedback. Falls ihr die Möglichkeit habt, euch mal ein Kino ganz zu mieten, ne, und dort alleine zu sein, dann macht es auf jeden Fall. Das wollte ich sagen. Habe ich nicht recht, Professor Nase? Nein. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, schaut bei Lars vorbei. Der hat hier nämlich ein Video hochgeladen, wie er Minecraft spielt im Kino. Danke nochmal an das Rex Cinema Pforzheim, dass wir hier drehen durften. Vielen lieben Dank. Mega cool. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.